Oh nein, Keeper! Wieder? Mal wieder? Nicht, es reicht! Er hält jeden beim Kopf. Oh! Ja, elegant! Freunde, neues YouTube-Video. Heute wieder eine coole Folge Find the Pro. Hinter mir seht ihr Spieler, die alle im Herrenbereich Profifußballer sind. Beziehungsweise, das sagen sie. Nur einer sagt die Wahrheit, alle anderen lügen. Ihr kennt das Format, ihr feiert es. Wie gesagt, heute alles Herrenfußballer, deshalb ist die Messlatte extrem hoch. Ich bin extrem gespannt, was heute passiert. Dazu haben wir eine Jury dabei, die unfassbar stark ist, meiner Meinung nach. Wir haben einen A-Nationalspieler dabei, den der eine oder andere von euch mit Sicherheit schon kennt. Auch weitere spannende Charaktere. Ich will gar nicht zu viel sagen, kommen wir direkt erstmal zur Juryvorstellung. Ich bin Dia, Fußball-Content-Creator und neben mir geht's spannend weiter. Ich bin Jonas Hofmann, Fußballprofi und ich glaube, durch mein Wissen erkenne ich den Richtigen. Ich bin Björn, Autor, Entertainer und ich habe früher auch viele Fußballer gecoacht als Mentalcoach und ich glaube, ich habe heute einen guten Blick drauf, wer hier die Wahrheit sagt und wer nicht. Ich bin Felix, ich bin Arzt und normalerweise kümmern sich Ärzte immer nur um Krankheiten, aber wir sind halt auch Experten davon, wie man ja richtig performt und als Fußballprofi muss man ja sowohl psychisch als auch körperlich richtig performen. Diese Jury ist steril wie eine Arztpraxis, heute geil. Also wirklich, so eine Jury hatte ich noch nie dabei. Richtig, ne? Richtig geil. Nein, es ist halt sehr, sehr alles cool. Dabei. Wir hatten alle schon alles Mögliche an Leuten dabei. Ja. Und heute, ich merke das, es ist sehr steril, feiere ich auf jeden Fall. Nochmal bei Jonas, ich habe mich ja vorher nochmal zu euch allen schlau gemacht. Björn ist ja der Einzige, den ich schon ein bisschen länger kenne. Aber Jonas, 42a Nationalspiele für die A-Nationalmannschaft. Wusstest du selber nicht mal, ne? Weiß das gar nicht. Der lebt seinen Traum. Okay, wann hast du das erste Tor für die A-Nationalmannschaft gemacht? Das musst du doch wissen. Zu Hause in Stuttgart gegen Armenien. Okay, das wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass du 3 Tore gemacht hast für die A-Nationalmannschaft, glaube ich. Ja, ne? Ja. 3 Tore. Doc Felix macht auch viel Richtung Ernährungsberatung. Ja, alles hängt mit allem zusammen, ja. Hast du auch schon eigentlich Profifußballer, Leistungssportler gehabt, die sich auch noch Tipps abgeholt haben oder bislang das eher weniger? Bislang ist es, glaube ich, so, dass ich durch meinen hippokratischen Eid nicht darüber sprechen darf. Noch besser. Sehr, sehr cool. Björn, brauche ich auch nicht großartig vorstellen für die Zuschauer da draußen, aber du hast auch gesagt, Mentalcoach für viele Profifußballer auch schon gewesen. Hast du da vielleicht ein paar Beispiele an Namen oder ist das auch ja, das eher auch weniger geworden? Ja, das ist auch diskret, ja. Ich hab ihn aufgebaut, ja. Er war völlig am Ende, der Jonas, ne? Da kam halt zu mir und meinte, was soll ich machen? Ich so, ich mach dich zum Nationalspiel dann, ne? nein, aber so gute Jungs auch aus guten Clubs hier aus dem Ruhrgebiet auch und so. Und da ging es halt auch wirklich jetzt um die Einstellung, um das Mindset. Ne? Was machst du, wenn du mal zurückliegst? Wie konzentrierst du dich beim Elfmeter? Also ganz viele Gedanken kontrollieren und so. Und es hat echt viel Spaß gemacht. Freunde, wenn ihr auch mal bei Find the Pro mitmachen wollt, packe ich euch hier nochmal den Link rein zum Broadcast-Channel. Ist in der Videobeschreibung. Da einfach reinkommen und ihr findet alle Infos zu Find the Pro, wann die nächsten Folgen sind und in welcher Stadt sie vor allem sind. Boah, ich bin extrem gespannt, ob wir heute zusammen den Pro-Spieler erkennen. Deshalb würde ich sagen, packen wir nicht lang, kommen wir direkt erstmal zur Spielervorstellung. Ich bin Ronald, bin 22, spiele beim FC Bayern München und bin Rechtsverteidiger. Hi, mein Name ist Leon Zöll, ich bin 21 Jahre alt und bin Außenverteidiger bei der U23 vom 1. FC Köln. Hallo, mein Name ist Ahmed, ich bin 18 Jahre alt, spiele zweite Mannschaft Real Madrid und bin Mittelfeldspieler. Hallo, mein Name ist Kempis Tequera, bin 26, Stürmer und spiele bei Union Titus Petingen. Ich glaube, ihr wisst nicht, wo das ist. Luxemburg, erste Liga. Hallo, mein Name ist Oğuz Karagüzel, ich bin 20 Jahre alt, spiele bei Eintracht Frankfurt U21 und ich bin Stürmer. Mein Name ist Ozan Can, ich bin 21, spiele bei Fenerbahçe und bin Mittelfeldspieler. Ich bin Leonard Beraktari,
bin 22 Jahre alt, spiele in der U23 von Borussia Mönchengladbach und bin Stürmer. Das geht an alle Sportbegeisterten da draußen. Diese Fitgun ist aktuell mit dem Code Köln50 50% günstiger zu haben. Jedem Sportler empfehle ich diese Fitgun. Sie hat verschiedene Aufsätze und ist ideal und sollte in keinem Schrank zu Hause fehlen. So, Freunde, wir machen jetzt immer so den ersten optischen Eindruck, so wer es sein könnte. Dann machen wir unsere Favoriten nur vom Optischen, bevor wir in die erste Übung reingehen. Wer optisch eine gute Körpersprache hat, wo du sagst, boah, das könnte schon einer sein, der einen Profivertrag hat. Optisch gefällt mir der Campus auf jeden Fall, weil er eine gute Körperhaltung hat. Und also bei ihm habe ich ein gutes Gefühl. Ja, also ich schwanke zwischen Oos und Campus. Ich würde jetzt sagen, aber Oos ist mein Favorit. Ja, Körpersprache, schöne Schuhe. Ja, bin gespannt. Ich glaube, es ist Campus. Nummer eins, es ist hier sehr, sehr kalt und der macht sich die ganze Zeit warm. Der denkt an seine Gesundheit, ja, und hat Angst vor einer Verletzung, Nummer eins. Nummer zwei, es ist auch psychologisch so, wenn Menschen etwas einstudiert haben, dann rattert das so nacheinander durch. Bei ihm war das so, er hat manchmal so geguckt, um sich zu erinnern. Ja, und da glaube ich, dass er sich an private Sachen erinnert. Und bei den anderen, die hatten so ein bisschen ihren Text, den sie durchgegangen sind. Und deswegen glaube ich, dass er es ist. Plus, die Körpersprache sieht auch ein bisschen dominanter aus. Boah, ich bin extrem gespannt, aber eine perfekte Analyse. Der Übergang, ne? Wieder als Arzt hat er wieder hingekriegt. Ja, geile Analyse. Das Gute ist, wir werden gleich jetzt auch Fußballspielen sehen. Deshalb fangen wir direkt auch an mit der Five-Shot-Challenge. Hallo, mein Name ist Kader von KM1 Training. Ihr kennt mich aus Folge 3, da durfte ich auch schon in der Jury sitzen. Heute bin ich hier zur Unterstützung, um die Übungen zu erklären. Die erste Übung sollte jedem von euch bekannt sein, Five-Shot-Challenge. Da geht es darum, dass wir einmal einen Elfmeter schießen, ein Penalty 1 gegen 1 Torwart ausspielen, einmal mit links schießen, einmal mit rechts schießen und nach einem Abwurf vom Torwart die Zwei-Kontakt-Challenge. Das heißt, den ersten Kontakt sauber verarbeiten und im zweiten direkt abschließen. Okay, Rona, wenn du ready bist, kannst du starten. Übung hast du verstanden. Den macht er gut. Ja. Der war auch noch unter meinen Favoriten, muss ich sagen. Auch gute Bewegung, ne? Also bis jetzt alles super, ne? Bis jetzt super, super gemacht, ja. Okay. Wir passen auch noch einen. Wer ist der Torwart eigentlich? Von hier? Von? Torwart kenne ich nicht, keine Ahnung. Ah. Hatten wir aber auch schon mal in der Folge, aber war der Torwart irgendwie ein Spanien-Profi. Aber mit links schießt er, ne? Aber muss nicht mit links oder rechts schießen? Ja, da muss ich mit links. Also hat er alles, außer diese Fernschüsse war, ne? Ich finde, der schießt total gut, aber jetzt denke ich immer an Jonas, wie er sagt, Laufstil. Und den finde ich nicht ganz so athletisch. Leon, wenn du ready bist, kannst du starten. Er hat so einen richtigen Ablauf. Rechts unten. Gut. Er wollte, aber nicht geschafft. Na, das Dehnen sagt schon einiges aus. Oh, ja, schön, schön, sehr schön, schön, Leon. Boah, beide gut. Gut gehalten. Gut. Trotzdem super. Sehr schön. Oh, gut. Gut, super. Aber okay, Ahmed, jetzt gerne. Ja, eiskalt. Tor ist Tor. Okay. Ey, mach. Ey. Aber was ist das für. Aber au, das war. Oh, ja, aber das Ende ist Straßenfußball. Ne? Er ist Straßenzocker, ist technisch auch gut. Ja. Ich glaube, er ist es nicht, weil als Profi musst du halt extrem mit Druck klarkommen und dann auch performen. Und ich hatte den Eindruck, als er sich so ein bisschen vorgestellt hat, da war er zu viel. Aber gibt ja auch schüchterne Menschen, ne? Also ist jetzt ja, nicht ja, immer, natürlich. Das ist ja keine Alltagssituation für dich, ne? Aber als Profi ist es ja teilweise schon eine Alltagssituation, immer performen zu müssen. Und dann musst du mit diesem Druck klarkommen. Und ich glaube, das ist ein riesiger Unterschied. Den gönne ich ihm auch noch. Ja. Ey, aber das ist aber ein riesen Unterschied. Du kannst ultra gut spielen, wenn du aber unter Druck nicht performst, dann bist du kein Profi. 100%. Und das müssten im Prinzip die lernen. Ach, bist du bereit, Campus? Ja? Standard, oder? Ja, sind wir bereit. Wie immer. Er lacht. Da lacht's weg. Oh, ja. Super, Typ. Wie glaubst du? Profi. Ja? Oh, stark, oder? Ah, erinnere mich an den jungen Bion so ein bisschen. Also andere Hautfarbe. Dann wäre der Ball aber nicht rein, ne? Hm? Dann wäre der Ball aber so ein bisschen. Der junge Bion im Hagen sehe ich da ein bisschen.
Ja, der links. Der erste, der drin ist. Oder? Nee, der ist links. Er ist Linksfuß? Er ist Linksfuß, ja, ja. Merkst du auch mal daran, wo die zuerst hingehen. Die gehen immer gerne zu dem. Stimmt, ja. Trotzdem gut, ne? Super. Jetzt bin ich auf Touch gespannt. Er ist doch aus wie so ein Stürmer einfach, ne? Da wollte er erst eine Brust. Ja, okay. Da weiß ich nicht sicher. Aber er ist doch aus wie so ein Stürmer einfach, ne? Ja, er ist aus wie so unangenehm. Wenn ich verteidige, wäre ich keinen Bock gegen ihn zu spielen. Ne? Ja, so weißt einer, der mit Ellbogen schön nach oben arbeitet. Ja, ja. Oh, es ist Eintracht Frankfurt, gerne. Er wenn du ready bist. Frankfurt, ich weiß auch nicht. Boah, schon wieder. Ja, kleines Spiränzchen. Oh, auch nicht zu viel, ne? Ja. Laufstil wie ich auch ein bisschen wieder. Ähnlich wie Kempis. Boah, halt. Stark gehalten, Keeper. Ich finde ihn sehr ähnlich von. Also nicht nur wegen den Schuhen. Ich habe den Eindruck, er versucht ihn ein bisschen zu imitieren. Also jetzt auch genau das, was ich gerade gesagt habe, mit dem Kontrollieren, dann langsam, dann schnell und so. Bei den anderen waren es so ein bisschen außer Fassung, sage ich jetzt mal. Gut geholt. Ah ja, komm, das ist doch super gemacht, ne? Macht er überragend. Ozan. Er gibt richtig Gas, das finde ich gut. Fenerbahce, jetzt bin ich gespannt. Aufklingen? Bei sowas frage ich mich immer, die sind ja schon in der Vorbereitung auch in Istanbul. Was macht er in Köln so nach dem Motto, weißt du? Das würde ich am liebsten direkt fragen. Ja. Weißt du? Boah, nee, hat ganz andere. Du hast einen guten Blickwinkel drauf. Ne? Ja, aber ich habe die eine andere Folge schon durch, aber ist doch wirklich so. Vorbereitung läuft doch schon. Ja. Würde ich ihn gerne fragen, aber erstmal Fußball bewerten. Oh, macht er gut. Gut. Beidfüßig, gut, Ozan. Gut Training. Gute Waden auch, ne? Ne? Schöne Waden. Kameraden, ne? Gut. Gut, souverän, ja. Hat er so ein bisschen Bauch oder täuscht das? Nein. Nein? Ehrlich nicht? Boah, gute Schusstechnik. Schusstechnik, ja. Und sehr gut, Leonard. Zug dahinter. Aber richtig kann halt auch Straßenkicker sein, ne? Ja, für mich sind die Straßenkicker eher so diese kleinen Techniker. So. Er ist eher so. Ja, was soll er machen? Er ist halt groß, ne? Wenn ich kann. Nein, aber er, auch wie er schießt und so, das ist schon mit. Mit Schmackes, mit rechts und links. Mhm. Für mich ist er weniger Straßenkicker, sondern eher auf Großfeld auf jeden Fall. Ich gucke gerade Stürmer auch, ja. Hätte ich noch einen. So ein Boxspieler. Kopfballstark mit Sicherheit, abschussstark. Eher das. Freunde, heute haben wir uns was Besonderes auch nochmal für euch ausgedacht. Unter allen Leuten, die hier abonnieren und die Glocke aktivieren, verlosen wir coole Trikots. Einmal das Trikot von Imad. Das werde ich euch natürlich unterschreiben lassen, geht gleich weiter. Heute haben wir natürlich einen deutschen Nationalspieler dabei. Gibt ein etwas älteres Deutschland-Trikot, aber wenigstens auch unterschrieben. Dann geht's weiter. Auch nochmal mein Delay-Trikot, unterschrieben von mir logischerweise. Und zu guter Letzt natürlich ein VfB Stuttgart-Trikot, unterschrieben von Dennis Undaff. Da könnt ihr alles abstauben heute. Wie gesagt, 4 Trikots. Ich blende euch auch mal ein paar Gewinner von den letzten Folgen ein. Das ist, glaube ich, eine richtig coole Sache, um mitzumachen. Einfach Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und jetzt geht's weiter im Video. So, Freunde, erste Challenge ist vorbei. Einige Erkenntnisse haben wir auf jeden Fall. 2 müssen wir rauswählen. Erstmal das Gute. Ich fand... war bei jedem so ein bisschen was dabei. Top fand ich Kempis und Oos. Das sind auf jeden Fall, du hast gesagt, ne? Das waren auch deine 2 Favoriten. Ja, der Oos ist mit bei mir dazugekommen, Favoriten. Rauswählen tue ich Ahmed und Ozan. Also ich bleib dabei, also bei Oos und bei Kempis fand ich die stärksten in dieser Runde auf jeden Fall. Ich muss mir auch Jonas anschließen. Also ich glaube, Ahmed ist es nicht. Er ist mehr so auf Straßenkicker-Basis unterwegs, glaube ich. Und Ozan auch. Wir hatten auch schon so eine Sockentheorie, aber dazu kommen wir noch gleich vielleicht, ne? Sockentheorie? Ja, warum nicht? Ja. Ich glaube, kein Profifußballer würde graue Socken anziehen. Ja. Also generell Socken oder wegen Grau jetzt? Nee, Grau, weil es grau ist.
Ich habe auch noch nie einen mit blauen Socken. Ach, die Farbe meinst du? Ja, ja. Ich dachte, weil er keine Stutzen anhat. Socken haben wir im Training auch an. Die anderen haben ja auch alle Socken an. Ja, aber die haben ja, also Höhe, also so diese Stutzen meine ich. Nee, das sind keine Stutzen. Meistens sind die weißen Socken hochgezogen, also Tennissocken hochgezogen. Das sind so Profifußballer, die ich kenne. Ja, okay. Aber, also ist unabhängig von den Socken meine ich, ne? Also, glaube ich, das würde ich die beiden auch auswählen. Nee, damit hat es natürlich nichts zu tun, aber... Also ich fand auch Ronald sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich glaube immer noch, dass es Campus ist. Ich fand Os auch sehr gut. Ich würde dir aber auch zustimmen, dass Ahmed ist es, glaube ich, nicht. Und zwar, was ist los? Warum schiebst du ihn zu mir nicht? Wir haben das Gleiche gesagt. Aber es klingt von ihm einfach so schlau. Ich glaube, Ahmed ist es nicht. Und ich habe folgende Theorie da. Ich finde, der spielt unglaublich gut. Ja, aber ich glaube, es ist der Unterschied zwischen einem Amateurspieler und einem Profispieler ist, dass du unter Druck im Prinzip immer die gleiche Leistung aufrufst und du musst dich auch ja irgendwie verkaufen können. Ja, wenn Scouts da sind und so weiter, dann musst du halt auch zeigen können, hey, okay, ich spreche so und ich glaube bei Ahmed, dass... Aber er ist auch erst 18, ne? Ja, stimmt. Okay, ja. Und keine Alltagssituation, ne? Das ist jetzt nicht hier... Aber genau das ist ja der springende Punkt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da der größte Traum ist und ein begnadeter Fußballspieler ist und dass, wenn er im Prinzip daran arbeiten würde, dann noch diese Druckgeschichte reinzubringen, dass vielleicht wird das... Aber das ist so meine Einschätzung tatsächlich, warum ich glaube, ey... Ahmed möchte was sagen. Ja. Also stimmt, dass ich nicht gut gespielt habe. Ich bin seit gestern 20 Uhr unterwegs, habe gar nicht geschlafen, deswegen habe ich gerade nicht gut gemacht. Ich habe letzte zwei Tage gar nicht gut geschlafen, weil ich mich vorbereiten muss. Ach so. Gestern kamst du an? Von wo kamst du? Von Berlin, 20 Uhr. Ich bin hier 10 Uhr angekommen. Und dann direkt musste ich zu Soccer World. Ich bin mit Flixbus 12 Stunden gefahren und habe wirklich gar nicht geschlafen. Deswegen habe ich gerade schlecht gemacht. Bei mir. Von Berlin aus? Ja, von Berlin. 12 Stunden hat das gedauert. 12 Stunden? Ja. 12 Stunden Flixbus von Berlin nach Köln? Ich habe sogar Beweis. Nee? Nein, ich glaube. Aber woher doch, dir. Wenn du ein Auto, überleg mal, wenn du jetzt ein Auto Pausen fährst, so, ne? So fünfeinhalb fährst du. Ja. Flixbus macht noch mit Sicherheit 2-3 Pausen, weißt du? Und im Bus bist du noch mal langsam unterwegs. Ja, aber trotzdem, dann würde man nicht seinen Stil so ändern. Nein, so, ach, ne? Es geht ja nur um Fußball und ich bleibe auch dabei. Ich hätte jetzt auch einmal den Ozan und den Ahmed rausgewählt. Bei Ahmed, ich habe mir Real Madrid 2 angeguckt, beziehungsweise ich habe ein paar Spiele von denen gesehen, war selber schon mal da, also war vor Ort sogar wirklich mal live im Spiel geguckt und weiß ja, dass da auch viele Leute sind mit mehreren Millionen Mark wert. Darum geht es einfach. Da ist Real Madrid ein bisschen zu hoch gegriffen und ich glaube nicht, dass wenn einer von Real 2 kommt, dass er da ein bisschen Harakiri machen würde. Der wird da ein bisschen geradliniger spielen. Das ist so der Grund, warum ich dich rauswählen würde. Und bei dem Ozan sind nicht nur für mich die Socken, sondern auch bei Fenerbahce war es jetzt überhaupt nicht schwach oder so, überhaupt nicht. War alles in Ordnung, nur bei den anderen war es einfach nur ein bisschen besser, wo ich sagen könnte, was heißt besser, das war für mich mehr Vorstellungskraft, dass die da in den Verein spielen, wo sie sind. Das ist so der einzige Grund, warum ich euch beide rauswählen würde. Aber für den Moment erstmal natürlich danke einmal Ahmed und einmal den Ozan fürs Mitmachen, ja? Also war schon ein bisschen schwer, weil ich so gut... weil ich in den letzten zwei Tagen gar nicht gut geschlafen habe. Eigentlich haben die recht, weil ich nicht gut gemacht habe. Aber ja, sonst fand ich eigentlich gut. Aber ich hatte schon mehr von mir erwartet. Also ich kann es nachvollziehen. Ich verstehe das auch, gar kein Problem. Aber es auf die Socken zu schieben, weiß ich nicht. Ich habe die jetzt extra so angezogen, weil jeder möchte gern Fußballer, hat Type Design oder was weiß ich, Fußballsocken oder sowas an. Ich fand, eigentlich war das nicht schlecht. Ich habe beide Füße benutzt, beide Füße auch gut benutzt. Ja, vielleicht haben dir die Tore gefehlt, wie eigentlich auch immer. Ich bin Mittelfeldspieler, ich spiele einfach, ich brauche da nichts Außergewöhnliches zu machen. Ja. Wir kommen jetzt zur zweiten Challenge. Hierbei geht es darum, Tempo-Dribbling aufzubauen. Das sieht wie folgt aus, dass die Jungs im Tempo einmal diagonal reinlaufen, seitlich zurück und dann den direkten Abschluss suchen. Hierbei ist es wichtig, oder hierbei können wir dann sehen, ob die Jungs beidfüßig arbeiten, ob sie den Kopf beim Dribbeln hochnehmen und generell, wie die Ballführung ist. Dann kannst du starten. Den Haken, den macht er gut. Viele, viele kleine Schritte. Ja, ja, Tor ist Tor. Ein Profi rutscht nicht aus. Doch. So erzwungen? So eher erzwungen.
Das ist so dieses, im Kopf ist so, ich muss machen wie ein Profi, ich muss machen wie ein Profi. Aber Jonas, ey, nicht mal in so eine Disbalance zwischen Arme und Beine zu erkennen. Boah, schönes Tor. Okay. Schuss mit rechts und links gut. Ich fand das gut. Wirklich, gut. Also der Ausrutscher war okay, kann passieren, aber der mit links, stark. Dieses Selbstverständnis fehlt, weißt du? So ein Profi, ich sag, der muss nicht nachdenken. Und bei denen ist noch so, ich muss mich möglichst gut verkaufen. Es ist auch diese, wie du, es ist so ein bisschen erzwungen, das Dribbling, so diese ganz kleinen Kontakte, genau, dabei verspringt. Was könnte gut ankommen bei den Leuten? Okay, Leon, der Mann, der gerade auch eine Überraschung war. Gerne. Ist doch gut athletisch, ne? Super. Oh, ja, gut. Schöne Bewegung, ja. Sehr schön. Super. Ganz anderer Zug dabei, ne? Ganz anderer Zug, ja. Weißt du, was bei ihm? Ja, da dribbelt er trotzdem rechts außen, was er macht. Gut, trotzdem gut. Sehr schön. Ey, sehr gut. Aber beim Training, er legt mehr Wert auf seinen Oberkörper als auf die Beine, ne? Ich glaube, das ist nicht die Struktur eines Körpers. Das ist es, weil er hat nämlich, wenn er steht, eine super Körpersprache, genauso wie Kempis. Und ich meine eine Disbalance zwischen Oberkörper und Unterkörper zu, als würde er sich ganz genau an Farid Bang halten, weil man sie im Club nicht sieht, ja? Geiler Call. Ja. Gerne jetzt, wenn du ready bist. Macht aber gut. Sehr geschmeidig. Boah, Alter Schwede. Hat dir gefallen? Mhm, ist gut. Wenn du ready bist? Der erinnert mich so ein bisschen an Marcel Halstenberg. Der war auch so ein athletischer Linksverteidiger. Aber er ist ja guter Stürmer, ne? Guter Schuss. Aber so der Typ irgendwie erinnert mich daran. Was erinnert dich nicht dran? Er erinnert mich an den irgendwie. Von der Art und Weise. Ja, ist schon sehr, sehr gut, ey. Gerne, Urs. Wenn du ready bist? Das wird knappe Kiste heute. Das wird knappe Kiste. Ja, sehr schön. Auch Stürmer, ne? Sehr schön, Russ, ja. Kann man nichts zu sagen, ne? Nein, die beiden, da tut sie nicht viel. Ready? Gerne. Boah, Alter Schwede, da war mit Hass. Da war Hass dabei. Da war Hass dran. Ja, schön überlegt. Sehr schön. Jonas, du hattest gerade jetzt schon gesagt, wen du rauswählen würdest, ne? Fangen wir mal mit Björn an. Deine Meinung mal. Ich würde Ronald rauswählen. Du hast es gut gemacht, aber ich glaube, der Kopf war nicht frei. Das war so ein bisschen dieses Erzwungene, so mäßig dieses Reindenken, okay, wie würde es jetzt ein Profi machen und nicht einfach dieses Selbstverständnis. Trotzdem hast du das gut gemacht. Ja, ich werde dich auch umarmen, wenn du gleich rausfliegst. Aber ich glaube, das ist wirklich, ich glaube, das war so dieses Kopf. Der Kopf hat gesagt, ich muss jetzt irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise performen. Und das hat sich irgendwie so ein bisschen bei mir wiedergespiegelt, so in meiner Meinung. Ich würde auch Ronald oder Leon bei... Einen musst du wählen. Bitte? Ein. Okay. Ein musst du jetzt wählen. Ja. Wen soll ich denn nehmen? Weil danach werde ich den nächsten rauswählen. Also dann bin ich schon sicher, dass beides. Wir müssen einen Konsens finden. Ja. Wen soll ich denn? Also, du musst jetzt einen rauswählen. Wen soll ich denn? Mal auf Jonas. Ja, ich würde auch Ronald nehmen, weil ich meine da auch so eine Disbalance zwischen Armen und Laufstil und so gesehen zu haben. Das sah nicht ganz stimmig aus. Und Jonas hat mir jetzt schon ein bisschen was beigebracht über Laufstile. Und ich meine, das gesehen zu haben. Anhand von mir auch teilweise, ne? Ja, als Negativbeispiel, dass Ronald nicht ist. Ja, es ist schwierig. Ich schwank zwischen Ronald und Leonard. Aber geht das mit der Hose nicht aus dem Kopf? Ich entscheide mich auch für Ronald leider. Tut mir leid. Für die Zuschauer, die es nicht mitbekommen haben, wir haben gerade mal kurz unseren Kollegen Ronald gefragt, was eine Hose er überhaupt anhat oder was er dazu getaped hat. Und er sagt 1860 München Logo. Ich glaube, es ist ein totschlagendes Argument, dass kein Bayern-München-Spieler jemals so eine Hose tragen würde. Aber hätte es nicht getaped vielleicht? Oder wenn es nicht getaped wäre? Ja, aber auch das wäre uns doch sofort aufgefallen. Dann wäre noch schlimmer aber gewesen. Aber das ist noch auffälliger, was ist dahinter und so. Ne? Ich fand aber jetzt mal sogar die Hose weggedacht, sage ich auch, was Björn am Anfang gesagt hat. Das sah sehr erzwungen aus bei dir. Ich hätte zwischen dir und Leonard geschwankt, weil bei Leonard war das so ein bisschen, ja, so ein Auftritt, der okay war. Beim Dribbling fand ich, dass du den Ball oft sehr tot gestoppt hast. Und bei den anderen sah es ein bisschen flüssiger aus. Aber da drei Leute sowieso für Ronald stimmen,
brauche ich auch nicht mehr eigentlich was sagen. Also ich hätte wahrscheinlich mich eher für Leonard entschieden. Aber freue mich dann, Leonard vielleicht noch mal eine Runde weiterzusehen, zu gucken, was da noch passiert. Und bedanke mich bei Ronald mit der 1860-Hose, Bayern-München-Spieler. Ich glaube, oder wir glauben, dass du es nicht bist. Trotzdem danke fürs Mitmachen, ja? Ich war damit zufrieden, ich bin ja beidfüßig, deshalb habe ich das erstmal mit links gemacht, erstmal mit rechts gemacht, danach mit links gemacht. Wenn die so entschieden haben, haben die so entschieden, aber ich habe die Übung so verstanden, dass man das einmal mit rechts machen muss und einmal mit links. So habe ich das halt dann gemacht, aber ist deren Entscheidung auf jeden Fall, deshalb bin ich gut, kann ich gut mitleben. Wir kommen nun zur dritten Challenge, ihr seht es bereits hinter mir aufgebaut, die Reifen-Challenge, auch euch schon bekannt. Hierbei geht es darum, mit dem Ball schnellstmöglich durchzudribbeln. Die Reifen simulieren den Gegenspieler mit schnellen Richtungswechseln, mit guten Bewegungen durchdribbeln und zügig zum Abschluss kommen. Okay, Leon, gerne. Oh, macht der clean? Oh, ja. Super, super. Keeper, lebst du noch? Aber hat der clean gemacht von der Ballführung? Super, super. Her, ne? Ich auch. War auffällig stark. Das ist sehr, sehr, das ist sein Ding. Das ist sein der Ding. Macht zu Hause nichts anderes, glaube ich, als einen Reifen umkurven. Ja, ja. Wenn du ready bist, Campus, kannst du starten. Oh, jetzt war es eklig. Das war eklig wie. Aber macht das, löst er gut, ja? Super, war super. Einmal kurz unangenehm, ja, ja. Ne? Aber der geht auch da durch wie so ein Stürmer. Das ist schon, finde ich, ist auch ein Profi-Gehabe, weißt du? Wenn irgendwas passiert, vielleicht hätte ein Anfänger hätte gesagt, scheiße, irgendwie ich. Und ein Profi muss halt durchziehen. Oos, Eintracht Frankfurt, gerne. Oh, ja, elegant. Oh, Torwart, ey, super gemacht. Ja, ja. Ach. Oh mein Gott, wie macht er das denn? Oos, das war gut, sehr gut, ja? Gerne. Nochmal ins Gesicht. Alles stark. Wer will nicht mehr? Alles stark. Dankeschön, gut, Jungs. Gut. Okay, Freunde, müssen jetzt die nächste Entscheidung treffen. Was hast du gerade gesagt? Wer darf die Entscheidung treffen? Der Herr Doktor. Spitzname vielleicht? Hat er Spitzname? Die Spitzname? Achso, der Doggy. Der Doggy! Doggy, Mensch. Ich muss sagen, bei mir ist es reines Ausschlussprinzip. Ja, und ich würde sagen, Campus, Oss und Leon haben das mit am besten gemacht. Und dann würde ich sagen, der Vierte muss leider gehen. Und das ist in dem Fall Leonard? Würde ich so sagen. Also für mich sind auch meine Favorites von Anfang an, mich gerne nochmal betonen, ne, sind auch geblieben. Also die Jonas am Anfang hatte. Nein, nein, ich habe das, ja, haben wir auf Tape. Super Jonas gemacht. Leon, also sehr gut. Leon fand ich auch sehr, also die erste Runde von Leon fand ich mit am stärksten von allen, jetzt von der, bei der Challenge. Und deswegen auch Ausschlusskriterium, muss ich leider dem Doggy mal recht geben, ne. Leonard in der Runde raus. Wie du mir sogar das geklaut hast. Ne? Du bist einfach ein Dieb. Ich muss mich leider euch, oder was heißt leider, ich muss mich euch zweien mehr oder weniger anschließen. Das ist keine Entscheidung gegen Leonard, sondern glaube ich für die anderen dreien in der Challenge. Das hast du sehr nett formuliert, sehr diplomatisch formuliert. Ja. Aber da den Ball kann ich einfach direkt mit aufnehmen, würde ich auf jeden Fall so mit unterschreiben. Leonard hat es nicht schlecht gemacht, aber da muss man an der Stelle sagen, bist sehr weit gekommen. Und da waren die anderen für uns einfach einen Ticken stärker, aber bist trotzdem sehr weit gekommen, kannst stolz auf dich sein. Ja? Danke schön fürs Mitmachen. Zu meiner eigenen Leistung würde ich sagen, dass es auf jeden Fall besser geht. Ich weiß, was ich drauf habe und das war heute auf jeden Fall nicht die Leistung, die ich sonst so abrufe. Aber wenn man mal so sieht, waren es jetzt auch keine solchen Übungen, die man als typischer Stürmer macht. Weil ich mehr so ein Stürmer bin, der sich einen Gegenspieler reinfallen lässt, der so ein Klatschstürmer ist. Ja, da hätte ich dann auf jeden Fall meine Qualitäten gezeigt und auch gezeigt, was ich so drauf habe. Wir kommen nun zur vierten Challenge. Passspiel. Hierbei spielt der Spieler, der später dann zum Abschluss kommt, einen doppelten Doppelpass. Spielt einmal rechts an, einmal links an, kriegt den Ball zurück, nimmt den ersten Kontakt mit in die Bewegung und sucht dann den Abschluss. Okay, Leon, wenn du ready bist, kannst du gerne starten. Gerne, Leon. Was macht er? Boah, das macht er super. Sehr gut. Ich finde ihn auch sehr ruhig, also sehr professionell. Er ist FC Köln, ne? Die Physis, das ist das Ding, weißt du? Die Physis ist für mich... Ich finde ihn super. Ich finde ihn super. Super. Auch im höchsten super. Tempo, nein, ne? Super, super. Fuck. Sehr gut. Gefällt mir richtig gut, ne? Mhm.
Keeper! Wieder? Mal wieder? Nicht, es reicht! Er hält jeden beim Kopf. Ja. Gerne, Kempis. Gut, gut. Aber warum jetzt diese zwei Paar Socken, habe ich jetzt immer noch nicht gecheckt. Warum trägt man einfach ein Ballgefühl noch weiter? Ja, so engeres Gefühl, glaube ich, noch im Schuh oder so, irgendwie sowas, ich weiß gar nicht. Weißt du, was bei ihm mir auffällt? Seine Konzentration lässt nach. Ja, gerne kein Piss. Von Runde zu Runde. Ja, schön direkt mit rechts. Also gut, auch wenn der Ball hobbelt, ist die Technik da, ne? Super. Super. War da nur mit einem richtig geil. Jetzt noch ein geiler Torabschluss, wer hätte die Aktion gekrönt. Gerne. Os, wenn du ready bist. Super. Super. Alter Schwede. Ja, ja. Ich hab's von Anfang an gesagt. Hier steht's auch. Os. Hast du nicht? Ich doch. Werde dich exposen gleich. Doch, doch. Nein, nein. Gerne. Os. Ich hoffe einfach nur noch heute, dass der Torwart keinen Ball mehr in die Fresse kriegt. Einen noch zum Abschluss, weißt du? Jetzt ist es genau. Im Finale noch ein. Spätestens bei unserem Elfmeterschießen. Sehr schön, sehr schön. Direkt alles. Gute Qualität. Alles super. Ja, schöner Abschluss. Und gute sehr Schusstechnik. Konzentriert. Sehr konzentriert, das mag ich. Freunde, bevor wir jetzt einen rauswählen, hören wir uns ganz kurz die Fußball-Stories an und stellen gegebenenfalls kurz ein paar Rückfragen. Also fangen wir mal mit Leon an. Deine Fußball-Story erzählen, wie du bei Köln U23 gelandet bist, Regionalliga West. Also bei mir war es so, ich bin ganz normal wie jeder andere mit 4 in meinen Dorfverein gegangen. Dann hat Eintracht Frankfurt einen Adlertag quasi für die ganz jungen Mannschaften. Da bin ich damals in der U10 hin, wurde ich dann quasi übernommen. Wir hatten damals 14er Kader. Dann habe ich 2 Jahre bei der Eintracht gespielt. U12 rausgeflogen worden, rausgeschmissen worden. Dann bin ich rüber zu Kickers gegangen, also Kickers Offenbach. Habe da nur 1 Jahr gespielt, hat mir nicht ganz so gut gefallen. Verein war auch damals in der Insolvenz. Und dann bin ich nach Erfurt ins Internat, ab der U14. Damals Erfurt U17, U19 Bundesliga, die erste Mannschaft in der 3. Liga. Bin dann quasi in die U19 hoch und habe quasi bei den Profis dann schon mittrainiert. Beziehungsweise in der U17 dann den 3-Jahres-Vertrag da unterschrieben, quasi 1 Jahr Profi mit dabei. Ich habe meine Chance genutzt, wir sind direkt auch durch Neuzugänge und sowas sind wir Dritter geworden, haben bis zum Ende im Aufstieg mitgespielt. Damals ist Cottbus Erster geworden, die haben dann Relegation gespielt. Dann hat mein Berater einen Anruf bekommen von Viktoria Köln. Ich bin dann letzte Saison zu Viktoria Köln gewechselt und habe da ein relativ gutes Spiel gemacht und bin dann jetzt frisch in diesem Winter zur U23 von Köln gewechselt. Ich finde alles plausibel so, aber ich finde den Wechsel von Viktoria Köln im Winter zu Köln U23. Viktoria Köln ist 3. Liga, ne? 3. Liga, ja. Warum wechselst du von der 3. Liga, obwohl du dich da etabliert hast? Ja. Ich verstehe das, was du sagst, über die 2. Mannschaft vielleicht sich hochkämpfen, aber ich denke, wenn du schon ein junger Spieler bist, in der 3. Liga Spielpraxis sammeln kannst, ist es nicht tendenziell besser sogar als in die Regionalliga West zu wechseln, bei Köln U23. Ich verstehe den Gedankengang, aber für mich ist es plausibler, du bleibst bei Viktoria Köln, spielst 3. Liga, spielst ja eine gute Rolle, DFB-Pokal, für mich jetzt nur. Ich glaube, wenn alle fit sind, bin ich so auf dem Boden, dass ich da, wie es am Anfang der Saison war, halt nicht in der... Aber du bist doch ein Kämpfer, oder? Ich wollte sagen... Ja, klar, ich bin ein Kämpfer, aber ja, man muss ja auch als Fußballer sehen, ich habe da ein gutes Spiel gemacht. Ich bekomme den Profivertrag angeboten. Aber du würdest doch den Kampf annehmen, oder nicht? Ja klar, man nimmt den Kampf an, aber wenn ich da den Profivertrag bekomme und spiele in der Regionalliga West, Köln, 4. Platz. Du hast doch von einem Spiel erzählt, Eintracht Frankfurt. Genau, DFB-Pokal. Ja. 2. Runde. In der 1. Runde haben wir gegen Bremen 3-2 gewonnen. Okay, das Spiel. Wie ging das aus? 2-0 haben wir verloren. Also wir haben die ganze Zeit mitgehalten. Wer hat die Tore geschossen? Das 2-0 war Ansgar Knauf, das 1-0 Robin Koch. Der hat das gespielt, 100%. Ja, ja, das wird er nicht sagen, wenn er es nicht gespielt hat. 100%. Es geht nur darum, ob er jetzt da ist. Also, junger Kerl, da müssen wir auf die Eltern. Hey, ich bring dir was bei, sag mal zu. Ne? Pass auf. Wenn die Augen nach links gucken, dann ist das Erinnerung. Ne? Das heißt, er guckt in die Erinnerung, analytisch. Ne? Mhm. Wenn du Sachen erfindest, doch, das ist ganz häufig der Fall. Ja, pass auf, gleich kommt der Doggy. Ne? Links oben so. Ist Lügen. Nein, nein, rechts oben ist mehr so Kreativzentrum. Dann, wenn die Leute erfinden eine Geschichte, dann gucken sie eher nach rechts. Tendenziell. Und das war genauso der Fall auch. War das Erinnerung oder? Viel Erinnerung, das heißt, da war Wahrheit. Hat man auch gemerkt, Körpersprache und so. Und dann aber, zack. Ich würde sagen, auch sagen, also Story hat sich rund angehört. Ja. Hören wir uns mal schnell die nächsten an. Okay, Kempis, gerne. Also ich habe auch mit 4 angefangen, bei mir in Iserlohn damals, bei Tornado Westig. Bin dann von dort in der U9
nach Borussia Dortmund gegangen, habe da bis zur U14 gespielt. Dann haben die mich auch aussortiert, da war ich ein bisschen kleiner noch damals. Dann bin ich von dort nach TSC Eintracht Dortmund, das ist ein etwas kleinerer Verein als BVB. Und von dort habe ich dann, ich glaube, 2,5 Jahre gespielt und dann nach Rot-Weiß Essen in die U19 als Jungjahrgang. Damals Niederrheinliga sind wir dann aufgestiegen, habe dort 24 Tore geschossen, bin dann bei Rot-Weiß Essen geblieben als Altjahrgang und habe dann in der U19 Bundesliga gespielt. War dann leider verletzt ein halbes Jahr, habe nur 7 Tore geschossen und habe dann nicht den Vertrag bekommen für die Regionalliga, war das damals noch, Rot-Weiß Essen. Aber lustigerweise ist der Trainer dann nochmal auf mich später zurückgekommen, also der Trainer Jan Sievert damals, ist dann zu BVB gegangen in die zweite. Ich bin von dort aber nach Westfalia Rhinan gegangen. Das war damals ein kleinerer Verein, der Regionalliga aber aufgestiegen ist. Von der Oberliga in die Regionalliga. Habe dort ein Jahr gespielt und habe gegen Jan Sievert im Hin- und Rückspiel getroffen. Und der hat mich dann nach diesem Jahr noch zu Dortmund Zweite geholt, Regionalliga damals auch noch. Dann von dort bin ich dann nach Luxemburg gegangen. Weil nach diesem Jahr haben die nicht mehr mit mir geplant. Also ich habe nicht oft gespielt. Damals war Alexander Isak oft unten. Vangelis Pavlidis hat bei uns noch gespielt und Vangelis und ich saßen immer auf der Bank. Isak kam immer runter, damals noch Sergio Gomez und Kagawa hat sogar ein Spiel bei uns gespielt. Und deshalb bin ich dann in die erste Liga nach Luxemburg gegangen. Damals noch bei Progre Niederkorn. Habe dort dann Europa League Qualifikation gespielt gegen Glasgow Rangers. Da war noch Steven Gerrard Trainer. Und nach diesem Jahr hat mein Trainer einen Wechsel gemacht nach Dänemark in die zweite Liga. War dort ein Jahr, war aber vogelwild dort und bin dann nochmal zurück nach Luxemburg gegangen und spiele jetzt bei Petingen seit 1,5 Jahren. Sehr schöner Vortrag, würde ich sagen. Warum hast du dich gerade nicht so, also am Anfang haben sich alle gedehnt, nur du nicht so richtig krass. Warum hast du das nicht gemacht? Wir haben uns vorher schon aufgewärmt. Ja, aber alle haben sich im Prinzip gedehnt und du bist nur so ein bisschen in Bewegung geblieben. Mein Instinkt, also ich war einfach schon warm. Okay. Weiß ich nicht. Also ich meine, das ist immer... Da stellt immer komische Fragen. Nein, ich weiß aber, was er meint. Aber eigentlich, wenn du dich halt zu viel dehnst am Anfang, dann ist es eher so, dass du eher Verletzungen provozierst. Ja? Auch, also das hat was mit den aktiven Myosinköpfchen zu tun. Aber wir haben uns auch vorher schon gedehnt. Also, ja, aber okay, gut. Aber top. Also, danke schön. Also wenn er da gelabert hat, dann kann er das gut. Ne? Dann ist er ein guter Lügner. Sehr, sehr guter Lügner. Us! Ist auch ganz kurz und knackig. Also... Bis ich 11 Jahre alt war, habe ich in keinem Verein gespielt. Ich war immer so der Straßenkicker, war auch in meinem Block immer der Beste. Und als ich dann auf der Gesamtschule bei uns war, es war so eine Sportschule, ich war in der Schulmannschaft, auch immer einer der Besten. Und da hat mich dann Eintracht Frankfurt ist aufmerksam geworden auf mich. Auch Hannover, andere Vereine auch. Und da bin ich halt direkt zu Frankfurt gegangen. Und seitdem spiele ich schon halt immer da, bis die U19. Da habe ich halt auch immer gespielt. Und genau jetzt bin ich bei der U21, habe einen Zweijahresvertrag. Eine relativ unkomplizierte Story. Ja, ja. Aber die unkomplizierten auch ein bisschen viel Glück im Spiel gewesen. Ne? Also die Blicke auf den Boden ist meistens zeigen eher so Unsicherheit bis Lügen an. Halt, ne? Er hat sehr viel auf dem Boden gewesen. Ja, aber er ist auch 20, vielleicht ist er auch ein bisschen schüchtern natürlich. Nein, er ist nicht schüchtern. Schüchtern ist er nicht. Hast du schon Spiele gemacht da in der U21? Ja. Habe ich schon 5 Spiele gemacht. Ein Treffer. Wo war das, wo du quasi entdeckt wurdest? Also in meiner Schulmannschaft. Genau, habt ihr da ein Turnier gespielt? Genau, oder? Wir hatten viele Turniere. Wir waren dann bis im Finale in Berlin. Genau, da hatten wir ein Finalspiel und da habe ich halt zersägt. Da war ich sehr gut. Und da wurden halt einige Vereine auf mich aufmerksam. Genau, also waren da auch Scouts und so? Genau, da waren Scouts und ich habe mich für Frankfurt entschieden. Das Warum halt Frankfurt? Bei mir um die Ecke. Genau deswegen. Ich wollte immer schon für Frankfurt spielen. Lass uns eine finale Entscheidung treffen. Lass uns auch vor allem Fußball, ja, fußballerisch bewerten. Wir müssen ja einen rauswählen. Schwierig, weil ich war extrem auf Campus und Oss eingeschossen, aber Leon hat mir richtig gut gefallen. Auch seine Story kann ich nicht außer Acht lassen. Ne? Kann ich nicht. Campus ist für mich ganz klar der Finalist. So, den will ich im Finale sehen. Nicht nur aufgrund der Story, sondern auch sein ganzes Dasein, was er bis jetzt gezeigt hat. Ich müsste mich jetzt zwischen Leon und Oss entscheiden. Und da sagt mein Bauchgefühl, wenn ich beide angucke,
Und weil er auch echt extrem aufgedreht hat, würde ich mit Leon im Finale gehen, auch wenn wir es vorher nicht für möglich gehalten haben. Tatsächlich. Hat er verdient für mich und er hat echt aufgedreht. Story hat sich für mich trotzdem ein bisschen selbstbewusster angehört als sie von Ost. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt da eine andere Meinung haben. Aber weißt du was? Da glaube ich aber eher daran, dass er lügt, weil er ist ein sehr, sehr selbstbewusster Typ. Der hat eine unglaubliche Präsenz. Und ich glaube, wenn jemand so eine Story auch glaubhaft rüberbringen kann, dann eher, weil er ein sehr dominantes Auftragen hat. Also wenn er lügt, dann macht das halt auch so Überzeugung. Ja, das kann sein. Jetzt ist echt schwierig geworden, weil fußballerisch, muss man sagen, hat Leon echt Gas gegeben. Mir gefällt die Geschichte von Kempes, fußballerisch auch. Aber bei Leon weiß ich nicht, weil wir haben es gerade gesprochen, als junger Kerl, Erfurt, Offenbach, wieder in den jungen Jahren, das... Zu wild? Das ist mir zu wild. Ich glaube, ich gehe mit Kempes und Ost ins Finale. Kempes ist für mich auf jeden Fall Finalist. Ich bleibe bei Urs, einfach weil es mein erstes Gefühl war, meine Intuition war. Und deswegen gehe ich mit den beiden ins Finale und nicht mit Leon. Also ich hätte sofort am Anfang gesagt, dass es Kempes ist. Dann jetzt, mittlerweile bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher, ja, und hätte dann eher gedacht Urs, aber nach dem Interview hätte ich wieder eher gesagt Kempes. Und Leon hat ja fußballmäßig richtig aufgedreht, aber bei Leon sehe ich eine Disbalance zwischen dem Oberkörper und dem Unterkörper. Ich sehe jetzt Leon nicht. Jetzt kommt er wieder mit der... Komm, so. Wie Farid sagt, weil man sie im Club nicht sieht, ne? Ich habe das Gefühl, dass du sehr gerne Fußball spielst und jetzt vor ein paar Jahren vielleicht so ein bisschen Kraftsport entdeckt hast und du plusterst dich auch so ein bisschen auf, immer oben rum, was ich gut finde. Ja. Er mag das gerne. Ich habe auch das Gefühl, er läuft so... Ich weiß nicht, wie du das bewerten kannst, so ein bisschen wie Kollege sagen würde, mit Rasierklingen unter den Armen, so ein bisschen, um sich aufzuplustern. Ich glaube, das wird ein Profi-Fußballer nicht machen. Das wird aber ein Profi oder ein sehr, sehr guter Sportler wird das schon machen, weil als erstes, als sie sich nicht bewegt haben, ist er mir sofort von der Körpersprache ins Auge gefallen. Und deswegen glaube ich auch, weil er diese Story so selbstbewusst vorgetragen hat, dass er lügt. Also ich würde mich tatsächlich für Leon entscheiden, dass er rausgeht. Dann wurde ich überstimmt, aber natürlich trotzdem vielen, vielen Dank, Leon, fürs Mitmachen. Jetzt haben wir ein Finale zwischen Kempes und Ost. Dankeschön. Ja, ich denke, es war ganz okay. Hier in der Halle immer ein bisschen schwierig. Ersten Kontakte, ich denke, das war alles in Ordnung. Letztendlich ist die Jury sich auch nicht sicher, das ist ja immer ein gutes Zeichen. Und ich gönne es den beiden, die jetzt im Finale sind. Freunde, kurze Werbeunterbrechung und die Werbeunterbrechung ist mir extrem wichtig. Es ist meine erste eigene App, die ich rausgebracht habe. Ist komplett kostenfrei. Ich packe euch nochmal einen Link zum Download rein. Es geht darum, dass ihr coole Sport- und Fußballfragen rund um die Welt beantworten könnt. Es gibt ein Ranking, wo ihr euch quasi einstuft, je nachdem, wie viele Fragen ihr richtig beantwortet. Und es gibt ein neues Feature, was wir eingebaut haben. Es ist das Bilderraten. Und das kennt ihr von der einen oder anderen TV-Show. Erst sind die Bilder verschwommen, werden dann mit der Zeit immer klarer und ihr müsst dann ganz schnell erraten, welcher Fußballer das dann in dem Fall ist. Ist eine richtig coole App, wenn ihr auch Langeweile habt nebenbei. Gerne jetzt downloaden. Wie gesagt, Links sind in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter im Video. Wir kommen nun zur letzten Challenge. Das Finale steht fest. Einmal Urs und einmal Kempes, ja, haben sich das auch verdient. Hierbei gehen wir jetzt ins 1 gegen 1. Hier können wir sehr, sehr viel entnehmen. Zum einen den Flugball, zum anderen die Offensivaktion, aber auch dann die Defensivaktion. Gerne Finale, 1 gegen 1. Kempes offensiv gegen Urs defensiv. Ich bin sehr gespannt. Stürmer gegen Stürmer. Stürmer gegen Stürmer. Oh. Gut, gut. Von beiden super. Gut dabei. Unterhose. Kannst du Stürmer so entscheiden oder musst du Unterhosen sehen von beiden noch? Super Touch, Kempes. Geh mit links her. Oh, ja, ja, ja. Oh, schade. In Großfeld. In Großfeld wäre er vorbei gewesen. Ja, tauscht mal einmal die Position. Ja, gerne. Er spricht sehr viel für und gegen. Gut. Gut zugestochen, ey. Ja. Sofort zugeschlagen. Richtigen Moment. Super Ball. Ah, schön. Der Urs verteidigt auf jeden Fall besser. Mhm. Gute Rückwärtsbewegung. Mhm. Boah, schön mit Tempo. Schnell. Uff. Er kommt aber gut zum Abschluss. Der Urs macht das super, super. Ehrlich, macht er wenn, gut, ne? Ey, wenn diese Story nicht gewesen wäre,
Ich, sehr klar für mich. Er ist halt aber die Story, 20. Aber du widersprichst dir gerade selber. Und du sagst, ein Lügner erzählt viele Details. Er hat ja nicht viele Details erzählt. Oh, schöne Bewegung. Oh, wenn er dann einfach schießt, dann wird zu viel. Boah. Na, schieß einfach. Mach ja, ich würde sagen, aber er war doch auch auf dem richtigen Moment. Er ist noch kopfmäßig full concentrated. Ich hab genug gesehen. Ich auch. Ja. Ihr habt genug gesehen? So, Freunde, wir müssen jetzt eine finale Entscheidung treffen. Ich persönlich habe meine Entscheidung getroffen. Für mich ist heute mein Pro-Spieler Oz. Ich glaube ihm, die Story ist die einfachste Story. Wir hatten das in der Vergangenheit, dass die einfachen Stories die wahren Stories sind. Und Björn hat auch gerade gesagt, wenn man sehr viel ins Detail geht, ist häufig auch am Ende eine Lüge dabei. Und das hat mir ja gerade auch so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass bei Campus, das waren sehr, sehr viele Details, dass es vielleicht dann die Lüge sein könnte. Und deshalb glaube ich, die einfache Story von Oz, der mir auch fußballerisch sehr gut gefallen hat. Beide Finalisten waren fußballerisch top. Aber ich muss ja an irgendwas festmachen und das wäre mein Bauchgefühl, dass es Oz dann ist. Ich schließe mich da an. Ich finde, beide Finalisten waren sehr, sehr gut. Aber ich finde so, wenn ich nochmal das 1 gegen 1 betrachte, da war der Oz für mich leicht. Also defensiv war er besser, fand ich. Und offensiv hat er im richtigen Moment die gute Lösung gefunden. Und deshalb gehe ich auch damit, dass Oz unser Pro heute ist. Ja, ich kann mich nur wiederholen jetzt, ne? Also ich habe es ja schon am Anfang der Sendung gesagt. Nein, also ich habe, weil ihr mir eure Lorbeeren nicht gegeben habt. Nein, also für mich auch, beide sehr, sehr, sehr stark. Bei Campus war es einmal sehr viele Details in der Story und ich muss sagen, von Runde zu Runde, also Oz war auch von der Konzentration her bis zum Ende bei 100% und das ist bei Campus ein bisschen weniger geworden. Von Runde zu Runde ein bisschen weniger Konzentration, deswegen bleibe ich auch bei Oz. Also ich bin mir wirklich nicht so ganz sicher, muss ich sagen. Als ich habe mir Folgendes angeguckt, wir haben uns ja sehr schnell auf Campus eingeschossen und da habe ich aber auch geguckt, wie Oz reagiert und er fand das, glaube ich, richtig scheiße, also emotional scheiße und bei beiden habe ich gemerkt, dass die sehr unzufrieden mit ihrem eigenen Spiel sind und was, das denke ich immer, das ist auch eher ein Zeichen dafür, okay, die wollen sich so richtig beweisen, weil wenn du ein Profi bist, willst du ja auch, dass man das rausfindet und ich glaube, ich würde jetzt auch Oz nehmen. Oh, viermal, ne? Da sind wir uns alle einig, dass Oz unser Pro-Spieler ist. Und ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen und die Zuschauer freuen sich auch drauf. Dann darf einmal bitte der Pro-Spieler bitte nach vorne kommen. Ihr habt mich alle. Oz, was lügst du an? Ihr habt mich alle verwirrt. Ihr habt mich alle verwirrt. Ich hatte am Anfang ein Recht. Es war kein Bauchgefühl, es war eine Analyse. Hier, Björn, die ganze Zeit am Rumlabern. Du hast es angelogen! Ja, Männer, war alles wahr. Und du, bei dir alle, auch Dortmund 2, alles die ganze war, Story war wahr. Ja, das war. Das haben wir. Okay, gut. Euroleague-Spiel auch gemacht gegen Glasgow mit Gerard als. Wo Gerard Trainer war, ja. Und Jeremy davor war. Das darf nicht wahr sein, Alter, ja, ehrlich. Alles war wahr. Was bist du für ein Profi, Alter? Ja. Was bist du für ein Profi? Ronald, deine Hose, ne? Ja, ich hab tatsächlich beim FC Bayern gespielt bis zu 19. Krass. Zuvor noch beim FC Augsburg. Ja, die Hose. Mein Bruder war leider ein Trottel, der hat mir die Hose da eingepackt. der hat bei 60 gespielt und hat mir dann wahrscheinlich die Hose reingesteckt, anstatt die Bayern-Hose. Ja, und dann war ich auch in der zweiten Liga in Slowenien Profi und jetzt zuletzt war ich in der Regionalliga Nord Spieler. Wo warst du bei der Regionalliga? Bei Kickers Emden. Kickers Emden, die sind jetzt Oberliga, ist bei mir in der Region. Sind leider abgestiegen letzte Saison. Danke, Ronald. Ja. Leon, bei dir war alles hundertprozentig wahr, DFB-Pokal? Also bei mir hat alles gestimmt, bis zu Erfurt in der ersten Mannschaft. Da konnte ich mich dann nicht richtig durchsetzen. Ich hatte starke Konkurrenz. Bin dann quasi einen Schritt zurückgegangen bei mir in die Region, in die Oberliga, also Oberliga Hessen. Und mit Viktoria Köln und sowas, das wusste ich alles so gut, weil mein bester Freund aus meiner Erfurt-Zeit, mit dem ich immer noch richtig dicke bin, der spielt bei Viktoria Köln. Und ich war bei dem Spiel gegen Frankfurt vor Ort. Er war einfach ein guter Fan. Scheiße. Gut, gut. Aber hast du gut erzählt. Hast du stark erzählt. Ich weiß jedes Detail, deswegen. Ja. Aber hast du gut gemacht. Auch so Körpersprache und so, wirklich. Dankeschön, ja, Leon. Auf jeden Fall viel Erfolg, ne? Also, ich heiße Ahmed, auf jeden Fall. Wie gesagt, also ich bin vor einer Woche 18 geworden. Ich bin gerade aktuell 2-1-los. Also das Real Madrid zweite Mannschaft habe ich genommen, weil ich letztes Jahr von Real Madrid verarscht wurde. Also auch mit Geld und so.
Ich habe auf jeden Fall einer kontaktiert. Ich habe Videos geschickt von meinen Skills und Spiel und Technik und so. Und dann meinte er zum, dann, also er hat mehrere Leute verarscht, nicht nur mich. Aus Deutschland wurde ich verarscht und noch einer. Also er meinte zu mir, er hat mir Zeugnisse, also nicht Zeugnisse, Unterschrift, dass ich bei Real Madrid teilnehmen kann. Wir haben ein Ticket gebucht für 2 Wochen Campus Real Madrid. Und die wurden bei U18 angeblich oder U19 eine Spieler nehmen. Und nach 6 Monaten, wo ich hart trainiert habe und so, da war ich die ganze, ganze Zeit vereinslos, habe ich jeden Tag trainiert. Am Ende war ich Flughafen Richtung Madrid, dann war das Fake-Ticket. Ach, verarscht worden? Ja, 1500 Euro bezahlt von Real Madrid. Das ist aber nicht, ich kenn diese Geschichten. Das ist aber, wir hatten das mit Leganés, dazu kommt noch ein separates Video. Das heißt, es gibt viele, die sich diese Namensrechte kaufen, Real Madrid, andere große Vereine vom Namen her, bieten dann so quasi Camps an und sonst was. Das ist, man kann es als Verarsche sehen oder nicht, aber das seht ihr dann im nächsten Video, was ich dazu noch rausballern werde. Da haben wir mal eine coole Storyline aufgebaut. Ja. Viele Jungs fühlen sich verarscht, benachteiligt, weil die natürlich dann die Hoffnung zahlen, Geld, um Profifußballer zu werden. Ja. Aber im Endeffekt ist das dann halt nicht so, wie die sich das vorstellen. Ne? Dazu kommt noch ein separates Video. Also wie gesagt, bei mir, ich habe mich heute nicht gut gezeigt, weil ich letzte 2 Tage gar nicht gut geschlafen habe. Ich bin seit gestern 20 Uhr unterwegs. Also ich bin die ganze Zeit müde und so. Und jetzt muss ich wieder ab 21 Uhr zurück. Morgen komme ich an mit Flixbus wieder. Und ja. Okay, Dankeschön. Danke, Ahmed. Osos. Bei mir war alles gelogen. Ich weiß, ich bin ein schlechter Lügner, hat man glaube ich auch gemerkt. Ich bin auch nicht 20, ich bin 23. Ich spiele bei Türkspor Dortmund mit Koray zusammen, den müsst ihr glaube ich kennen. Ach, du bist bei Türkspor Dortmund? Ja, ja, genau. Aber sehr guter Spieler. Ja. Koray auch ein guter Spieler. Genau. Auf jeden Fall. Aber hast du super gemacht, ey, super gemacht. Echt stark. Wirklich. Hast du gut gelogen. Ja, ja. Und auch Dankeschön, gut, wenn man nicht so gut lügen kann. Ist auch gut, wirklich. Ja, also bei mir stimmt das natürlich nicht, aber ich hatte eine Geschichte wirklich mit Fenerbahce auch. Ich war auch 2-mal Profi in der Türkei. Mit den Socken, ich wollte rausstechen, weil geil. Jeder Fußballer eigentlich Tape Design oder weiße Nike-Socken anhat. Ja, wenn es daran gelegen hat, dann kann ich verstehen. Muss, ja. Wo warst du Türkei-Profi? Welche Mannschaften? Sancak Tepe erstmal, in der 2. Liga, also Kırmızı Grup heißt das. Und Çatalcaspor in der 3. Liga. Und halt auch bei Fenerbahçe ganz kurz. Top, danke dir. Dankeschön. Bei mir, ich habe tatsächlich eine Verbindung zu Borussia Mönchengladbach, war 4 Jahre dort in der Jugend, habe dort gespielt, dann ein Jahr bei Fortuna Düsseldorf, war dann in der U19 Bundesliga habe ich noch gespielt, bei Wuppertaler SV, unter anderem auch gegen Mokoko, Giovanni Reiner, wie sie alle heißen, hatte dann auch einen Kurzeinsatz in der Regionalliga West bei Wuppertal und ja, aktuell spiele ich jetzt in der Oberliga Niederrhein, unter anderem auch gegen Gianluca Zimmerling, genau gegen den spiele ich hin und wieder mal und ja, deswegen. Sehr cool, danke dir. Ja. So, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video an dieser Stelle gefallen. Gerne meine Jurykollegen alle abchecken. Kanäle sind hier in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Dort könnt ihr die spannenden Wege der Person hier mitverfolgen. Wenn euch das Video gefallen hat, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao, ciao.